Ach, Furlongham, was eine wunderschöne und ruhige Stadt. Was ist denn eigentlich unsere Aufgabe? Erkunde die Galar-Region nach Herzenslust? Ach, das hört sich doch toll an. Und wir kommen zurück zu Pokémon Schild, wer die letzte Folge verpasst hat. Der hat echt was verpasst. In der letzten Folge haben wir den Champ besiegt. Das war ein sehr intensiver Kampf. Ich hatte zwischendurch auch manchmal gedacht, ich würde es nicht schaffen, weil die Pokémon krass sind. Aber wir haben es doch am Ende noch geschafft. Und yeah. Ich gucke mich um. Dieses Bett wurde von der... Ich glaube, hier gibt es nichts Neues. Aber ich sehe, hier ist eine Evoli-Puppe. Ich weiß nicht, ob das daran zusammenhängt, dass ich Let's Go Evoli-Speicherdaten habe. Aber kann sein. Oh, und es klingelt. Wer ist denn da? Magnolika. Du hast es geschafft. Du bist der neue Champ. Herzlichen Glückwunsch. Hier, das ist für dich. Zur Feier deines Titels. Einen Meisterball erhalten. Oh, I think I know where this is going. Der beste Ball. Damit fängst du garantiert jedes wilde Pokémon. 100% Chance. Aber Professor Magnolika, Sie hätten doch nicht extra herkommen müssen. Maika hat so viel für uns vollbracht. Das ist das Mindeste, was ich tun kann. Die Wundsterne, die das Dynamax-Phänomen verursachen, sind Teile von Endenalos. Als Endenalos erwachte, wurde also die Region mit der Energie durchströmt, die für Dynamax nötig ist. Hätte niemand eingegriffen, wäre Galar einer Horde ungezügelter Dynamax-Pokémon zum Opfer gefallen. Aber Maika und die anderen haben uns alle gerettet. Nun ja, das Dynamax-Phänomen ist schon seit langem ein fester Bestandteil der Kultur Galas. Ich wünsche mir, dass diese Kraft in Zukunft nicht mehr missbraucht wird. Also dann, Maika, lebe dein Leben, wie du es für richtig hältst. Okay. Professor Magnolika hat sich so intensiv mit dem Dynamax-Phänomen beschäftigt. Kein Wunder, dass sie sich so solche Gedanken um die Taten des Liga-Präsidenten macht. Das mag schon stimmen. Oh, hier haben wir unser Abenteuer gestartet. Wir saßen genau hier. Kann ich mich nicht hinsetzen? Nein? Wow. Mann, Faxo, wie geht's dir? Nicht schlafen, komm! Hör auf! Faxo! Yeah, sei mal glücklich! Freut dich nicht, dass ich wieder da bin. Ich bin der Champ, ich bin der stärkste Trainer von Galar. Mann, Faxo. Erkunde die Galar-Region nach Herzenslust. Hört sich doch nett an, oder? Aber die Afterstory beginnt erst jetzt. Ja, es gibt eine Afterstory. Zum Beispiel die Legis fangen. Und das ist jetzt unser Ziel. Wir werden jetzt zurückgehen zu dem Ort. Ich glaube, das soll gemeint sein, dass wir hierhin zurückgehen sollen. Ich weiß nicht, ob ich die ins Team nehmen will. Eigentlich nicht wirklich. Weil ich will niemanden aus meinem Team rausschmeißen. Ich mag mein Team. Aber ich will trotzdem irgendwie Summer Center im Team haben. Wisst ihr, was ich meine? So, wen soll ich denn wegtun? Ich könnte Zwolok vielleicht wegtun. Ach, mein armes Zwolok. Eigentlich will ich das nicht, aber... Ich glaube, Summer Center ist ein besseres Zwolok. Wenn ich das so sagen darf. Wisst ihr, wie ich das meine? Ich habe halt echt das Gefühl, dass das so ist. Nur wenn ich es raus tue, ich will, dass ihr wisst, ich liebe trotzdem meinen Zwolok. So wie es ist. Okay. Wenn wir mal ganz kurz abspeichern, ich will momentan sehr, sehr oft abspeichern. Warte, wenn wir mal kurz auf die Liegekarte gehen. Wir haben nur 4 Sterne. Warum haben wir nur 4 und keine 5 Sterne? Woran hängt das ab? Ich weiß noch nicht mal, woran die Sterne allgemein abhängen. Vielleicht muss ich den Pokédex vollfüllen oder so. Hi, Hop. Hä? Maika? Was machst du denn hier im Wald? Das könnte ich dich auch fragen. Niemand traut sich in den Wald, in dem Zacian und Summer Center geschlummert haben. Deswegen ist es ja auch so ruhig. Ein idealer Ort zum Nachdenken. Oh, der Ort sieht aber richtig schön aus. Wie? Was sagst du da, Maika? Du hattest das Gefühl, von irgendetwas hierher gerufen zu werden? Sehr seltsam. Oh, da fällt mir ein. Ich hab dir da noch gar nicht zu deinem großen Sieg gratuliert. Herzlichen Glückwunsch, Maike. Verstehe das nicht falsch, aber ich hätte echt nicht gedacht, dass meine liebe Nachbarin meinem Bruder den Titel abnehmen würde.
Er ist schließlich der allerbeste Trainer Galas, der unschlagbare Champ. Wenn ich ehrlich bin, kann ich es immer noch nicht ganz glauben. Du bist wirklich ein einzigartiger Trainer, Maike. So einzigartig, dass ich das nur schwer fassen kann. Sag mal, Maike. Würdest du nochmal gegen mich kämpfen? Warum? Weil ich gerne am eigenen Leib spüren will, mit welcher Power du den Champ übertrumpft hast. Sag mir sofort Bescheid. Okay. Ach, super. Nochmal ein Hauptkampf. Ja, die gleiche Animation. Wie Delion. Ach, Zwollock. Wir werden jetzt unsere ganzen Teammitglieder auf Level 70 leveln. In dieser After-Story. Und vielleicht sogar bis Level 80. Oh, aber das ist nur Wunschdenken. So, goodbye, Partner. Er lebt noch. Damn. Aber ich finde gut, dass das Hop immer noch weitermacht. Dass er sich nicht geschlagen gibt. So wie Betis. So ein Idiot. Level 62 für Seelenbrim. Seelenbrim hängt irgendwie hinten dran, aber das ist schon okay. Britzigel. Okay. Ein Britzigel. Ach, das Vieh, ja, ja. Ich erinnere mich. Das hat mir sehr viel Ärger bereitet. Ich hab's sogar ins Thumbnail gepackt. Oh, kacke, es lebt noch. Elektropixer? Also jetzt will mich das Spiel noch wieder mal komplett veräppeln. Volltreffer auch noch, ey. WTF? WTF? Aber ehrlich, ich glaube, Sammer sind das echt ein besseres Zwollock, weil es ist, hat gute Verteidigung, wie Zwollock, warte, Schild. Und es ist Typ Kampf. Zwollock hat auch Kampfattacken. Normale Attacken, naja, braucht man eigentlich nicht unbedingt. So, wisst ihr, was ich meine? Das sind so meine Argumente für Sammer Center gegen Zwollock. Ich habe aber trotzdem meinen Zwollock lieb. Nicht so verstehen. Nicht falsch verstehen, meine ich. Nicht falsch verstehen, yeah. Ja, wir haben sehr, sehr viele Heiltränke und alles verbraucht. Beleber nicht so viele, weil ich eher auf Top-Beleber gegangen bin, was ich eigentlich nie mache. Oh. Hätte ich denken müssen, dass der Britzigel komplett voll heilt. Okay, warte, Schild, dann drauf da. Weil warte, Schild ist richtig krass. Sashian soll, by the way, mega OP sein. Über Sammer Center habe ich aber nichts gehört. Ich hoffe, Sammer Center ist trotzdem ein richtig gutes Pokémon. Weil ich bin ja Pokémon Schild, da gibt es ja keinen Sashian. Das kriegt er dann hopp. Und nicht ich. Wenn wir dann irgendwann Pokémon schwer let's playen, dann werden wir Sashian haben. Ja, bis dahin dauert das noch. Denn ich habe ja noch ein paar andere Let's Plays. Pokémon Silber. Pokémon Let's Go Evoli. So, die beiden, die werden auf jeden Fall nächstes Jahr kommen. Machen wir Zuflucht. Zuflucht ist eine richtig starke Attacke. Ich weiß nicht, ob ich Zwollock aufgeben will. Ich kann es ja versuchen. Ach, Redaxo, dann müssen wir Zwollock reintun. Altbekannter Rivale von Zwollock. Warte, schön nochmal, damit wir noch mehr gepusht sind. Yeah. Rambos. Das war ja erbärmlich, du. Bam. Sehr effektiv, aha. Gegenschlag ist sehr effektiv. Das ist Kampf. Ich kämpfe sehr effektiv gegen normal. Und ob ich nicht im roten Bereich ist, dann macht das nicht viel. Aber hey, immerhin. Jetzt kann ich Zuflucht einsetzen. Und das wird so richtig umhauen hier. Bis dann und ciao. Verdammt, er lebt noch. Machen wir nochmal Gegenschlag. Ich glaube, das sollte ihn KO'en. Ja.
Rip Relaxo, haha. Okay, was kommt jetzt? Kramor, die habe ich schon lange nicht mehr gesehen, mein Freund. Alter. Anspannung von Kramor wirkt. Wie viele Pokémon hat er noch? Ich glaube, er hat noch. War das 6 Pokémon? Damn. Hat er dazugelernt. Was ist denn sein extra Pokémon? Man kann ja hier nicht Giga Dynamax, also kein Dynamax machen, so gesehen. Von daher brauche ich mir da keine Sorgen machen. Trotzdem interessiert mich jetzt, was ein Boomer da hat. Vielleicht Trombok oder so? Whatever. Sturzflug? Oh oh, das ist eine sehr starke Attacke. Aber ich überlebe das. Piu, piu, piu. And he dead, boy. Ja, ja. Level up für Inteleon. Level 68. Kommt der 70 näher. Libalo. Hey, was geht, mein Freund? Warte, ist das jetzt der letzte Boomer? Ich dachte, er hätte noch ein weiteres. Ich glaube, der hat noch sogar noch ein weiteres. Ich kann es nicht ganz erkennen, leider, aber ich glaube, der hat noch ein weiteres. Er darf anfallen? Da hat er mich aber richtig ranbekommen. Libalo hat Inteleon besiegt? Das geht in die Geschichte ein. Komm, Silenbriem. Du hältst das für mich aus. Warum hat er nur Level 60er Pokémon? Ich hab gedacht, der hat die Level von Deleon jetzt. Und man kann ja auch gar nicht checken, dass man hier hin muss. Und dann kommt man hier ganz, ganz spät an, ne? So, mach bitte nochmal eine Feuerattacke. Das wäre ganz nett von dir. Das würde mir sehr helfen. Oh yeah, mach nochmal Feuer, Bro. Okay. Hier. Yeah. Was ein Vollidiot. Natürlich macht das gar keinen Schaden gegen mich. Tja, schlaues war er noch nie, ne? Yeah, Heilung. Das kriegst du wohl nie, was? Ey, ich bin eigentlich voll eine gute Intellion-Voice-Actor, oder? Was meint ihr? Oh yeah, Bro, was bist du? Siehst du, selbst er sagt das. Oh yeah. Komm, ich will Samazenta fangen. Wahrscheinlich dann mit dem Meisterball. Wo brauche ich einen Meisterball? Es gibt nur 3 Legis im Spiel. Einen davon haben wir, einen davon können wir nicht bekommen. Und dann gibt es noch den Samazenta, ne? Und daher. Warum darf er anfangen? Ich bin noch viel höheren Level als der. Ist mir egal. Du bist jetzt tot, mein Freund. Piu piu. Oh nein! Ich bin tot! Yeah. Epic! Kursi Level Up, Level 64. Und Urgel? Warum Urgel? Ich finde jetzt Urgel nicht sehr. Ja, finde ich auch. So, Kursi, tun wir rein, weil sie hat eine Attacke, die sehr effektiv gegen Urgel ist. Eine Gesteinattacke. Ich habe immer Angst bei Kursi, dass sie sofort stirbt, weil die Verteidigung von Kursi ist echt am Arsch. Aber komm, Kursi ist so ein cooles Pokémon, auch so stark, hat gute Attacken. Wenn wir die einfach in den Vordergrund setzen, dann können wir schon gewinnen. Ah, knapp. Aber wir werden ja noch geheilt wegen unserem Item. Next Strike. Oh oh. Als ob das One hittet. Deleon. Deleon, ich meine Hopp. Scheiße, warum sage ich Deleon? Ich bin noch voll im Deleon-Kampf drin, glaube ich. Ich würde sagen Krimi. Wir beleben ganz kurz Kursi. Ich will nämlich unbedingt, dass Kursi auch Level-Ups bekommt und so und Erfahrungspunkte, was auch immer, ja. Stahlflügel. Ey, hopp, wenn du mich nach diesem Kampf nicht heilst, ne? Da bin ich echt, bin ich genervt. Ey, darf immer anfangen. Warum warst du im Ligakampf nicht so gut, Deleon? Hopp.
Warum soll ich immer Delion? Was ist los bei mir? Egal, wir haben ihn besiegt. Und die Folge schon zur Hälfte vorbei, krass. Level 33 für Zwolok. Cool. Ich weiß nicht, ob das was bringt, aber cool. Komm, schlag dich doch nicht. Ich hätte nicht gedacht, dass du mir so weit voraus bist. Hä? Dachte er jetzt wirklich, wird gewinnen? Ich weiß nicht, warum ich mir jemals Chancen gegen dich ausgemalt habe. Immerhin hast du Delion den Unschlagbaren besiegt. Och, jetzt hat er doch keine Depression, oder? Sag mal, müsst ihr zwei Kids so laut sein? Sorry, kleiner Spaß. Oh, Sanya. Herzlichen Glückwunsch zu deinem großen Sieg, Maike. Jetzt bist du der Champ. Ach, das war doch nur Glück. Machst du jetzt einen auf bescheiden, oder was? Ach komm, du hast allen Grund, stolz zu sein. Was machst du eigentlich hier? Erledigst du was für Professor Magnolika? Um ehrlich zu sein, arbeite ich nicht mehr als Assistentin für meine Großmutter. Ich bin jetzt nämlich selbst Professorin. Was? Echt jetzt? Ich bin euch beiden übrigens sehr dankbar. Nur durch unser gemeinsames Abenteuer ist mir bewusst geworden, dass ich mich intensiver mit der Geschichte Galas befassen will. Außerdem habe ich Pokémon noch viel, viel, viel lieber gewonnen als zuvor. Ich habe auch ein Buch geschrieben. Hier, sogar mit Autogramm. Eine echte Rarität. Sanyas Buch. Oh, das will ich lesen. Dieses Buch wurde von Professor Sanya herausgebracht. Es ist eine unterhaltsam geschriebene Abhandlung über neue Erkenntnisse zur Legende der Galaregion. Ich habe schon eine Ausgabe. Ja, ich habe schon eine Ausgabe davon. Ich habe mir meine gleich gekauft, als das Buch rauskam. Weil ich habe sie gestalkt und so. Echt? Danke! Ich kann sie dir nachher gerne signieren. Meine Großmutter sieht mich jetzt in einem ganz anderen Licht. Nicht zuletzt wegen dem Buch. Aber das ist erst der Anfang von Professor Sanyas Karriere. Das verspreche ich euch, Kids. Das glaube ich dir aufs Wort, Sanya. Du und Maike seid echt zwei... Ihr seid echt fantastisch, ihr zwei. Ich habe großen Respekt vor euch. Ach, übrigens, was macht ihr eigentlich hier? Ach, ich verstehe schon. Ihr seid bestimmt hier, um das rostige Schwert und den rostigen Schild zurückzubringen, oder? Er sieht ja sicher nicht vor, sie einfach zu behalten. Wo denkst du denn hin? Wir sind doch gar keine Räuber. Das würden wir doch niemals tun. Sieht auch wie die Rocket oder was? Ihr habt es komplett vergessen. Ich fasse es nicht. Aber mal ehrlich, ich glaube nicht, dass das im Sinne von Sascha und Sommer Sender wäre. Hey, Maike, meinst du nicht, du hättest das Gefühl, dass dich irgendwas hierher hergerufen hat? Vielleicht hat das ja damit zu tun. Los, gehen wir das Schwert und den Schild zurück, um uns für die Rettung zu bedanken. Ich wette, dann sehen wir Sascha und seiner Mutter irgendwann wieder. Vielleicht. Ich selbst bin eigentlich nur hier, um ein paar Nachforschungen anzustellen. Ich verbinde keine besonders guten Erinnerungen mit diesem Mal, also... Ja, okay. Fotoschnipsen? Cool. Los, gehen wir das Schwert und den Schild zurück, um uns für die Rettung zu bedanken. Ich wette, dann sehen wir Sascha und seiner Mutter irgendwann wieder. Sascha, Sammelsender, vielen Dank für eure Hilfe. Wir sind ein bisschen spät dran, aber wir bringen euch eure Schätze wieder. Hopp und du gibt das rostige Schwert und den rostigen Schild zurück. Das wäre erledigt. Lass uns nach Hause gehen, Maike. Was hast du jetzt vor, Sanya? Ich werde noch etwas im Wald, um ein paar Nachforschungen anzustellen. Huch, der Energiequellendetektor schlägt aus. Oha, oha! Wir haben uns schon gefragt, wer hier diesen Lärm veranstaltet. Oha, oha. Sind Sie einfach Professor Sanya, die Autorin von Die Geschichte Galas? Ja, das bin ich. Heißt das, Sie haben mein Buch gelesen? Gewiss doch. Wir haben keine Seite, keinen Buchstaben ausgelassen. Wir haben es nicht nur gelesen, sondern auch gleich eine angemessene Bewertung im Internet hinterlassen. Ich zitiere... Ein widerliches Buch voller Lügen, leider nicht mehr wert als einen Stern. Ein Stern! Wie bitte? In meinem Buch stehen ganz sicher keine Lügen. Sag mal, geht's noch? Das ist super unhöflich. Und eure Frisuren sind auch hässlich. Ich bin Schwerthold. Und ich bin Schildrig. In unserem Adern fließt blaues Blut. Denn wir sind die einzig wahren königlichen Erben Galas. Und nicht nur das. Wir sind obendrein auch noch unheimlich berühmt von deren Frisuren. Ich wurde schon vorgewarnt, dass irgendwelche Vollidioten kommen sollen. Und jetzt weiß ich, wovon die Rede war. Junge, die Frisuren, ey. So ein Schild und so ein Schwert.
Wahre Erben? Blaues Blut? What the hell, was labert ihr? Was stimmt mit ihnen denn nicht? Vieles. Oha, oha! Sind das einfach das Schwert und das Schild, von dem wir so viel gehört haben? Oha, oha! Sind die wirklich echt? Die sehen ja unfassbar schäbig aus. Ich bin nicht gerade episch darauf. Sie was? Erpicht darauf? Okay, habe ich nie gehört, das Wort. Sie mit bloßen Händen anzufassen. Schwerthold ergreift das rostige Schwert. Hallo? Hallo? Hey, Finger weg! Wir haben sie erst gerade eben zurückgebracht. Wir haben dich nach deiner Meinung gefragt. Wir haben nur etwas vom Boden aufgehoben. Aber da du dich so lautstark beschwerst, kannst du sicher beweisen, wem sie gehören, ha? Huh? Wie soll ich denn beweisen, wem dieses uralte Zeug gehört? Jedenfalls sind das Schwert und der Schild sehr wichtig für Sascha und Summer Center. Du meine Güte, für einen einfachen Jungen aus dem niedrigeren Volk legst du einen ziemlich frechen Ton an den Tag. Wenn du dich so weit aus dem Fenster lehnst, mach es dir sicher nichts aus, diese Sache in einem Kampf zu klären. Wir sind nämlich so berühmt, dass wir uns für keinen Kampf zu schade sind. Was auch immer das heißen soll. Du hast die Ehre, gegen mich, den mächtigen Schildrich, kämpfen zu dürfen. Oh mein Gott. Zwei Vollidioten. Hat er für einen Luxusball? Wow, ein Luxusball. Perfekt. Lauchzolot, die Weiterentwicklung von Gala Porenta. Dass man nur entwickeln kann, wenn man dreimal in einem Kampf einen Volltreffer erzielt. Wow, oder? Damn! Zwei Vollidioten. Ey, da hatte Max echt recht. Was ist hier los? Creamy Level Up! Okay, wird so mit Summer Sender, glaube ich, noch ein paar Folgen dauern. Und ich klick die Klack, das Pokémon ist echt fies. Nein! Okay, es ist nur Schutzschild. Ich muss erstmal drauf klarkommen. Also, von Schildrecht finde ich die Frisur gar nicht mal so schlecht. Auch lustig, aber nicht so schlimm. Ja, die sieht ja noch relativ normal aus. Aber von Schwertrecht ist einfach nur bescheuert. Als ob der Robustheit hat. Oh. Was ein Rotzi-Rotz. Oh nein, Stromstoß. Als ob ich instant... Mann, deshalb hasse ich Klick-Die-Klack. Er stirbt zumindest. OT, Level Up. Komm, Silimrim, muss mir helfen. Bronzong. Also er hat jetzt nur robuste Pokémon, oder wie? Und im Pokémon-Schwert hätten die dann nur starke Pokémon gehabt, die aber nicht viel Verteidigung haben, oder wie? Lichtschild. Boah, das setzt die ganze Zeit nur Schutzattacken ein. Ey, was ist das? Bin ich hier? Wieso? Wieso ist das hier? Mein Gott. Oh yeah! Escape Bro! Was, Gürebei? Willst du mir auf die Eier treten, oder was? Tja. Leider bist du zu schwach, mein Freund. Jetzt kannst du dich verpieseln gehen. Bam. It's Champ Time. Was? Nein! Oh, Gott sei Dank. Das wäre AIDS gewesen. Das Design ja so beleidigen. Das geht echt zu weit. Legios. Pfff, genug aufgewärmt. Jetzt mache ich ernst. Sechs Pokémon in einem. Nur weil es mehrere sind, heißt das nicht, dass sie stärker sind. Immer noch alles Noobs. Als ob das so viel Schaden macht. Als ob. Willst du mich für Alpine oder was? Was will das? Aha. Aha.
Jetzt nochmal sie den Brief an. Psychokinies? Warum darf der anfangen? Ich bin tot. Oh, ich lebe noch. Oh Gott. Stirb! Nice. Ich muss erstmal noch drauf klarkommen, auf diese zwei Vollidioten. Wie konnte das passieren, meine Pokémon? Du hast den Röstgen-Schild wieder nicht genommen. Pah, ist schon, als hätte ich deine Fähigkeit unterschätzt. Immerhin hast du das Team besiegt, das mich auf meinen Spaziergängen begleitet. Bravo. Wie dem auch sei, dem Lachen nachzuurteilen, hat mein älterer Bruder den Sieg errungen. Oh nein. Tut mir leid, Maike, ich hab verloren. Haha, was war denn los, Junge? Hat sich meine glorreiche Haarpracht so sehr eingeschüchtert oder warst du mit den Gedanken einfach woanders? Aber sag mal, liebes Brüderchen, ist das nicht der Trainer, der einen Dünner unter Kontrolle gebracht hat? Jetzt wo du sagst, ja, du hast recht, das muss der kleine Rotzlöffel sein, der uns die Chance genommen hat, als Helden im Rampenlicht zu stehen. Meine Informationen zufolge war sie auch Zeuge der Zerstörung der Wandmalerei, die unsere Vorfahren so kunstvoll angefertigt hatten, das war ich nicht. Solch ein Frevel, dann hat dieses Girl also die Zerstörung der Wandmalerei zu verantworten, die unsere Familie seit Generationen verwehrte. Meinen Sie die Wandmalerei, die die Statuen von Sascha und Samuel Sender verdeckt hat? Mike hat das überhaupt nichts, hat überhaupt nichts damit zu tun, dass sie zerstört wurde. Ziehen wir uns fürs Erste zurück. Nächstes Mal bringen wir stärkere Pokémon mit und dann stampfen wir sie in Grund und Boden. So soll es sein. In diesem Sinne, Badje. Hängen geblieben, gib das Schwert zurück. Warte ab. Also wirklich, er kann denen doch nicht einfach Hals über den Kopf jagen. Du trägst das Ganze wie immer mit Fassung, hm? Seltsam, dass Hopp gegen diesen Schnösel verloren hat. Er wirkt etwas unkonzentriert während des Kampfs. Vielleicht war das ja der Grund. Immerhin muss er dabei zusehen, wie du als seine Rivalin zum Champ geworden bist. Selbst jemand wie Hopp würde es zu schaffen machen, wenn er das hier vor Augen verliert. Aber damit beschäftigen wir uns für später. Jetzt müssen wir erstmal diese beiden Clowns Schwerthäuten Schildrich finden. Und ich habe auch schon eine Idee, wie wir das anstellen könnten. Wollen wir das vielleicht im Labor von Brassbury besprechen? Ich mache mir Sorgen um Hopp. Das kann ich voll und ganz verstehen. Wir kümmern uns so schnell wie möglich um ihn. Gut, dann bis gleich im Pokémon-Labor. Okay. Wurde ich denn zumindest geheilt? Nein. Danke. Oder wisst ihr was? Machen wir gleich im Pokémon-Center. Labor. Wo war denn das Labor? Ach, das war hier, ne? Ich würde sagen, dann fliegen wir kurz zu Brassbury. Ups. Hat er nicht mehr laden müssen. Lol. Dann gehe ich kurz heilen. Und dann fliegen wir kurz zur Professorin. Ich hoffe mal, die ist da. Ich weiß jetzt nicht, wo die sonst sein sollte. Also ich meine Sanja. Im Labor. Damit denke ich mal, ist das gemeint, ne? Keine Ahnung. Nachschauen. Werden wir jetzt sehen. Und wie gesagt, haben wir nämlich noch in der Folge. Deshalb wollen wir noch gucken, was uns die nächsten Folgen so anbieten. Wo ist sie denn? Ist sie oben? Oder wie? Ich guck mal, ob sie oben ist. Nein? Meine sie nicht hier? Ich dachte, jemand hier. In Brassbury. Ich war doch gerade in Brassbury. Hm? Das ist doch hier, oder nicht? Oder was? Hier ist das Pokémon? Ach so, hier ist das Pokémon-Labor. Jetzt erinnere ich mich, schon viel zu lange her. Dabei waren es nur ein paar Wochen, als ich hier zuletzt war. Lol. Weil ich hau ja pro Tag zwei Folgen Pokémon raus. Hier rechts. Ja, hier, das ist gemeint. Okay. Alles klar. Naja, hier ist das. Oh,
Professor Sanya, Sie haben Besuch. Ah, Maike, da bist du ja. Ist es deine Assistentin? Korrekt. Ich habe in meiner Forschung jetzt alle Hände voll zu tun, also hilft sie mir aus. Präsident Rose hatte eine große Menge an Wunschsternen gesammelt, die sich jetzt alle hier im Labor befinden. Meine Assistentin hilft mir bei der Verwaltung dieser Sammlung, damit ich nicht den Überblick verliere. Sie ist mir eine große Hilfe. Ach, ich mache da nur meine Arbeit. Ich bin also Maike, der Champ. Freut mich sehr, dich kennenzulernen. Dann komm mal mit, ich will dir was zeigen. Okay. Erinnerst du dich noch an meinen Energiequellendetektor? Er steckt aus, wenn er eine hohe Konzentration an Gamma-Partikeln erfasst, also an einem Ort, an dem die Dynamaximierung möglich ist. Hat sie ein pinkes Rotom? Nun, du wirst nicht glauben, aber der Detektor hat aus irgendeinem Grund ausgeschlagen, dass diese zwei Clowns aufgetaucht sind. Das heißt, wir müssen also nur... Ja, genau das! Wir müssen nur den ungewöhnlichen Ausschlag eines Energiequellendetektors folgen, um die Clowns ausfindig zu machen. Okay. Das ist doch gut. Schwerthold und Schildrich. Oder war es Schwertrich und Schildhold? Oh. Ich weiß es gar nicht. Ach, ich bringe diese absurden Namen immer durcheinander. Clowns ist kürzer und passt. Naja, ich nenne sie Vollidioten. Ich glaube, es passt am meisten. Aber bleiben wir beim Thema. Ich habe überall in der Galerie Energiequellendetektoren verteilt. Also dann. Zeig, was ihr könnt, Detektoren! Wo ist es? Wo ist es? Was? Wo ist es? Wo ist es? Da! In Turfield? Ja, in Turfield. Wow, so einen heftigen Ausschlag hätte ich noch nie erwartet. Das Signal kommt aus dem Turfield-Stadion. An sich ist es nicht ungewöhnlich, immerhin ist im Stadion die Dynamaximierung möglich. Aber die Messwerte sind außergewöhnlich hoch. Andy Dallas kann nicht die Ursache sein. Schließlich hast du es schon längst gefangen. Also hat es vielleicht mit den Vollidioten zu tun. Maike, als Champ solltest du dieser Sache auf den Grund gehen. Ich habe deine Karte so modifiziert, dass du direkt sehen kannst, wo die Detektoren ausschlagen. Das vereinfacht die Orientierung. Dankeschön. Und wie es weitergeht mit den Vollidioten, das sehen wir dann in der nächsten Folge von Pokémon Schild. Haut rein!